Guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit euch mal einen TS3-Bot, Music-Bot, testen. Und das Ganze von Nitro-Host. So. Und zwar bin ich hier schon auf der Seite drauf. Wie immer wird das Ganze als Werbung gezeichnet. Gekennzeichnet, weil ich den Server von denen kostenlos zur Verfügung gestellt bekomme, dass ich euch den zeigen kann. Mehr bekomme ich aber auch von denen nicht. Beziehungsweise doch im Endeffekt schon. Und zwar habe ich mit denen eine kleine Partnerschaft am Laufen. Und zwar folgendes: Und zwar kriegt ihr dann einen 20-prozentigen Rabattcode, wenn ich meine 2000 Abonnenten, meine 2K voll habe. Dann kommt da ein Special und dann kriegt ihr hier für diesen Hoster 20% Rabatt, einen Gutscheincode. Und dann könnt ihr den da dementsprechend benutzen. Aber würde ich sagen, fangen wir direkt an und kaufen uns jetzt hier diesen TS3 Music Bot. So, ihr Lieben, ich musste ein bisschen was überspringen, weil man viele Daten gesehen hat, die von mir waren, beziehungsweise die ich nicht zeigen konnte, beziehungsweise darf. Ansonsten sind wir jetzt hier im fertigen Produkt. Also so sieht es aus, wenn wir das Ganze gekauft haben. Genau, dann könnt ihr hier unten einstellen die IP-Adresse des Teamspeaks, wo ihr es benutzen wollt. Dann habt ihr hier ein Admin-Passwort und ein User-Passwort. Ihr müsst gar nicht probieren. Ich habe es direkt geändert nach der Aufnahme. Dann können wir hier mal einfach auf Starten gehen. Also hier in Teamspeak. Hier wartet jemand auf mich, den stupse ich an. Gleich mal nach der Aufnahme. Dann ansonsten müsste das Ganze jetzt gleich connecten. Dauert jetzt immer ganz kurz, weil es ein bisschen zeitversetzt ist, aber wir werden es gleich sehen. Ich mache das mal ein bisschen rüber. Ja, ihr seht, ist connected. Das heißt, ich move ihn mal hier hoch. User was moved to your channel. So, und dann sind wir hier drin. Jetzt können wir hier ins Webinterface. Geht hier so eine extra Seite auf. Ich habe hier schon vorher ein bisschen rumprobiert und ein bisschen getestet. Hier habt ihr Musik, hier habt ihr die ganze Musik, die ihr hochladen könnt. Wir haben hier 2 GB Speicher. Klicken wir mal hier rauf und testen mal. Ich mache ganz kurz die Lautstärke mal runter, weil das habe ich nämlich eben verbockt. So, und machen wir mal auf Play. Das dauert kurz. Und wie ihr hört, hört ihr nichts. Drehen wir es ein bisschen lauter. So, gut. Ihr hört, es funktioniert, wie es soll. Wir können auch das Ganze kurz nochmal mit Isle of Radio testen. Hier habe ich auch schon ein bisschen was hinzugefügt. Hier müsst ihr einfach hier auf das oder auf das klicken. Hier so ein Fenster auf, und dann gebt ihr einfach Radiosender ein, den ihr haben wollt. Das seht ihr hier auch. Könnt ihr hier einfach auch mal Isle of Radio eingeben. Und dann müssten hier gleich die ganzen Stationen aufgelistet werden. Funktioniert gerade irgendwie nicht. Wenn ihr Probleme habt, meldet euch dann einfach bei dem Hoster selbst, bei Nitro-Host. Ansonsten gucken wir mal ganz kurz, ob es funktioniert. User was moved Ihr out of seht, your channel. funktioniert auch. Ich stoppe das Ganze wieder wegen Copyright, dann können wir wieder zu uns moven. Dann habt ihr 4 Wiedergabelisten, die könnt ihr noch erstellen, wie ihr wollt. Wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube, ihr könnt hier einfach dann hier Musik. Dann weiß gar nicht, wo genau das funktioniert. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall Wiedergabeliste erstellen. Dann habt ihr hier YouTube, könnt ihr Lieder einfügen. Das heißt, ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel den Link von dem Lied von eben. Den fügt ihr dann einfach hier ein, drückt Enter. Und dann haben wir hier schon den Lied. Ah, ist sogar ein anderes Lied. Können wir hier dann auf Abspielen klicken. User was moved to your channel. Und lädt noch. Das dauert immer kurz ein bisschen. So, und ihr habt es auch gehört, das hat funktioniert. Dann ansonsten habt ihr die Warteschlange. Hier seht ihr die Warteschlange in der Gwen, also in der Warteschlange halt. Mö. Ja, bin toll. Dann seht ihr hier die History, was alles wiedergegeben wurde. Dann könnt ihr hier den Channel wechseln. Hier bei mir hatte den Musikbot-Rang, deshalb kommt er bei mir überall rein. Wechseln wir mal User left your da channel. runter. Und theoretisch kann der dann auch gleich wieder hoch. Das dauert aber 10 Sekunden. Ihr seht, 10 Sekunden. Dann habt ihr hier die Befehlsliste. Hier seht ihr alle Befehle, die der Bot akzeptiert.
Da gucken wir mal, wechselt er jetzt wieder? User joined your channel. Kann wieder wechseln. Dann habt ihr hier die Einstellungen. Teamspeak-Server-Einstellungen war ich noch gar nicht drin. Server-Passwort. Und dann könnt ihr hier Zeug einstellen. Teamspeak. Dann habt ihr hier die Musicboard-Einstellungen. Hier könnt ihr Namen ändern und die Administrator-ID zum Beispiel. Lang, deshalb schauen wir mal. Wir machen hier mal und hier mal ein Leerzeichen weg und dann können wir hier die E hinschreiben. Dann könnt ihr noch Verschiedenes einstellen. Im Grunde müsst ihr eigentlich nichts einstellen und hier den Namen und vielleicht Administratoren. So, drücken wir mal auf Speichern. Jetzt wird er gleich disconnecten. Und, User disconnected genau, from your channel. Und wird gleich wiederkommen, weil das macht er immer, wenn wir was einstellen. Dann könnt ihr hier Client Avatar noch einstellen, wie das Ganze aussehen soll hier unten. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber. Dann ansonsten, genau, hier das hier, könnt ihr auch ein Avatar als Bild hochladen, Avatar-Generator und so weiter. Dann habt ihr hier noch den Chat. Da ist der Bot wieder. User was moved Chat, to your da können channel. Wir hier mal einfach einen Channel einfach mal Hey reinschreiben. Und jetzt müsste das gleich hier kommen. Ihr seht, hey, funktioniert. Dann habt ihr noch das Protokoll. Hier seht ihr einfach Protokoll vom Bot. Und genau, dann könnt ihr hier noch aktualisieren und abmelden. Und hier rechts habt ihr auch noch ein paar Funktionen. Sind aber eigentlich relativ unwichtig. Wir können den Bot auch was sagen lassen. Sagen, hey, auf Text vorlesen. Und jetzt müsste er gleich Hey sagen. Hey. Okay, hat super funktioniert, auch gar nicht gruselig oder so. Aber ihr seht, es funktioniert, was tut, was es soll. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Es ist jetzt mal ein bisschen ungeplanteres Video gewesen, aber trotzdem, glaube ich, sehr informativ. Ihr könnt jetzt wohl auch Soundcloud-Zeug suchen. Nach was suchen wir mal? Wir suchen nach... nach was suchen wir? Keine Ahnung. I like it. War doch von Cardi B, oder? Okay, na. Findet's jetzt nicht so direkt. Suchen wir mal nach Cardi B. Ja, auch nicht so 100%, wie ihr seht. Aber ich glaube, bei YouTube würde es, glaube ich, besser funktionieren. Suchen wir mal, ihr seht. Cardi B, ihr seht, YouTube funktioniert 1A. Können wir hier einfach mal auch auf I like it gehen und gucken, ob es funktioniert. Und dauert wie immer ganz kurz. So, ihr hört, es funktioniert. User was und, moved out of your channel. Das Cover updatet sich irgendwie nicht so instant. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ist halt jetzt so. Dann ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao!